Ja, moin aus dem Camper und herzlich willkommen zu der neuen Videoserie What's in my Van? Ja, wir sind ja ständig dabei, unseren Van aufzuhübschen und irgendwie neue Sachen einzubauen. Und da haben wir uns doch mal gedacht, machen wir direkt mal eine Videoserie davon und können so die Produkte so ein bisschen näher vorstellen, wo wir die Sachen gekauft haben, wie wir die angebracht haben oder eingebaut haben. Und ja, dann starten wir auch direkt mal mit dem ersten Teil. Und zwar geht es um einen Spiegel. Hier haben wir auch schon das gute Stück und zwar haben wir den an der Rückwand von dem Badezimmer angebracht. Also hier im Flurbereich quasi gegenüber von der Küche auf dem Weg ins Schlafzimmer. Und ja, aus dem Grund erstmal, weil es optisch so ein bisschen den Van vergrößert, wenn man hier reinkommt. Na, so ein Spiegel ist ja irgendwie immer so ein bisschen raumvergrößernd. Ja, und zum anderen natürlich, weil man sich drin sehen kann. Ist eigentlich auch ganz praktisch. Wir haben zwar hier im Badezimmer natürlich auch einen Spiegel, aber der ist halt jetzt nicht so groß. Und in dem Spiegel hier sieht man sich ja schon fast eigentlich komplett. Also der ist 1,15 Meter lang und 30 cm breit. Die Wand ist jetzt ca. 40 cm breit und ja, so passt der Spiegel hier optimal hin. Verklebt haben wir den mit Nanotape. Also bohren wollten wir nicht. Die Vorrichtungen sind zwar da am Spiegel an der Rückseite. Da sind ja so zwei Winkel, wo man Schrauben oder wo man den Innenschrauben hängen kann. Ja, haben halt die Klebevariante dann bevorzugt. Obwohl uns ist aufgefallen, also der ist eigentlich nicht exakt gerade. Wir haben den hier an der Decke quasi ausgerichtet. Und den Abstand hier quasi immer gleich gehalten. Ja, war so ein bisschen der Fehler, weil die Decke anscheinend ultra schief ist. Also so sieht es eigentlich ganz okay aus, ne? Aber wie man jetzt hier sieht, dieser Abstand, der wird nach unten, also dieser Abstand hier, der wird nach unten hin immer schmaler. Und so haben wir da leider, ja, ich glaube so 1,5 cm Versatz. Haben wir zuerst gar nicht gesehen. Auf einmal hängt das Ding, ja, zack, voll schief. Obwohl voll schief, ne? Also wenn man reinkommt, ich finde immer, man guckt nach dieser Kante hier, ob die ungefähr passt. Und das ist der Fall, von daher den Rest, naja. Ja, jedenfalls haben wir uns dann ja für die Klebevariante entschieden, weil wir gedacht haben, dann kann man den problemlos wieder ablösen. Falls uns das doch nicht gefällt, ist aber doch nicht ganz so easy. Also wir haben den wirklich komplett an allen vier Seiten mit Nanotape versehen, ja, und fester an die Wand gedrückt. Und jetzt tut sich da eigentlich überhaupt nichts mehr. Also ich glaube, man muss die komplette Wand jetzt demontieren. Soll ja auch sicher halten und nicht plötzlich während der Fahrt irgendwie runterknallen. Von daher passt das schon. Aber ich denke, im Zweifelsfall, also hier mit so einem Plastikhebelding oder irgendwie sowas drunter zu gehen, kriegt man den bestimmt schon wieder ab. Irgendwann. Oder so. Ja, aber wie gesagt, wir sind echt happy mit dem Spiegel. Wirkt alles noch mal so ein bisschen wohnlicher irgendwie, ne? Wenn man hier reinkommt. Tatsächlich irgendwie auch echt ein bisschen größer, weil das da halt so spiegelt. Bisschen heller auch, weil direkt das einfallende Licht von da sich da reflektiert. Also das ist wirklich, hat echt einen coolen Effekt. Und durch den schwarzen Rahmen passt er hier sowieso ganz cool hin. Ja, wie gesagt, echt einfach nochmal wohnlicher, hübsch den Van echt nochmal ein bisschen auf. Ja, und für 19,99 Euro kann man da ja echt überhaupt nicht meckern. Ist wohl kein Holzrahmen, also ist Polystyrol, ein Kunststoffrahmen, aber sieht jetzt wirklich nicht irgendwie billig aus oder so. Also wirklich top. Ist überhaupt nicht schwer. Ich glaube, ein Kilo wiegt der ungefähr. Also ist wirklich überschaubar, jetzt was Zuladung angeht, aber auch das Gewicht jetzt hier an der Wand. Also ich mache mir da mit dem Nanotape echt überhaupt keine Sorgen. Wirklich über die ganze... über den ganzen Umfang vom Spiegel hier verklebt. Das ist so eine große Klebefläche, also das wird schon halten. Ja, und vielleicht abschließend nur noch mal der Tipp, achtet beim Vermessen bzw. bei der Anordnung von dem Spiegel, auf welche Kante ihr euch bezieht. Oder vielleicht hätte man hier auch so einen Mittelweg nehmen können, ne? Irgendwie so halb schief. Auch gut. Naja, wir sehen uns im nächsten Video. Ja, moin aus dem Camper und herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's in my Van. Da viele von euch in den letzten Videos gefragt haben, was wir denn da für eine sonderbare Matte auf unserem Herd haben, gibt es jetzt ein Video davon. Quasi ein Abtropfmatten-Spezial. Viel Spaß!
So, hier haben wir auch schon ein gutes Stück. Ja, die liegt bei uns tatsächlich eigentlich immer hier auf dem Herd. Wir haben die eigentlich selten irgendwie in der Schublade, was man super praktisch machen kann. Man kann die hier einfach zusammenfalten und irgendwie platzsparend in eine Schublade packen. Aber wir haben die tatsächlich, auch während der Fahrt, haben wir die eigentlich immer hier liegen, weil die, wie gesagt, super als Schutzmatte fungiert für unseren Herd beziehungsweise für die Glasplatte auf dem Herd. Die ist nämlich doch sehr kratzempfindlich, wie wir mal so gemerkt haben. Und da war das eigentlich so das erste Teil, was wir uns angeschafft haben, diese Matte hier. Ja, und zweite Eigenschaft natürlich, kann super als Abtropfmatte benutzt werden. Die nimmt unheimlich viel Feuchtigkeit auf. Also jetzt hier vom Besteck und von dem Geschirr. Man braucht die Sachen eigentlich fast gar nicht mehr abtrocknen. Liegt hier einfach drauf, wartet ein bisschen. Funktioniert super und trocknet aber auch wieder schnell. Das ist irgendwie so ein Mikrofaserstoff. Weiterer Vorteil ist, kann man 60 Grad in der Maschine einfach waschen. Also wirklich top. Ja, die Matte kann man uneingeschränkt empfehlen und wir sind nach wie vor mega happy damit. Ist auch von der Qualität her wirklich gut. Wir haben sie auch schon ein paar Mal gewaschen und ja, wie gesagt, haben die jetzt seit auch bestimmt anderthalb Jahren oder was eigentlich immer mit auf Tour. Aktuell gibt es die bei Amazon für knappen Zehner. Also kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich glaube, es gibt die auch sogar noch in verschiedenen Größen. Ja, müsst ihr halt einfach mal schauen, was bei euch passt. Dann war es das auch schon mit dieser Folge. Bis nächste Woche. So, jetzt machen wir mal den Cross-Test, Cross- und Geschmackstest. Käse ist sehr gut geschmolzen. Sehr lecker. Brot ist super kross. Köstlich. Willkommen zu einer neuen Folge What's in my Van. Heute wird gekocht. Wir haben nämlich ein mega cooles neues Küchenaccessoire. Und zwar ein Sandwichmaker. Und hier haben wir schon mal alles vorbereitet, worum es geht. Wir machen quasi Thunfisch-Sandwiches mit Käse überbacken in diesem coolen Sandwichmaker. Genau, das ist das coole Teil. Haben wir auf Amazon bestellt. Verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Und wie das Ganze jetzt so funktioniert, zeigen wir euch. Und das Ganze hier wie in einer professionellen Küchenschau natürlich alles vorbereitet. Wir haben jetzt hier einfach ja, Thunfisch, Streukäse, Sandwichbrot und hier das so ähnlich wie Tomatenmark. Das ist eigentlich echt ganz lecker, das ist so ein bisschen Kräuter, so ein bisschen tasty irgendwie und nicht ganz so bitter wie dieses dreifach konzentrierte Tomatenmark, was man schon mal so hat. Also das ist wirklich ganz lecker, sehr fruchtig, passt auf jeden Fall hervorragend zu diesen Sandwiches. Ja, wir hatten den bisher einmal dabei auf Tour und haben uns da ein paar Mal Sandwiches gemacht. Also ist wirklich super schnell und einfach gemacht. Das ist halt das Coole, ne? Wenn man mal denkt, ja, was können wir denn jetzt irgendwie futtern? Wir haben gerade voll Hunger. Kann man sich mal eben die Brotscheiben da reinwerfen. Das ist wirklich ganz praktisch, geht super schnell und funktioniert auch echt immer ganz gut. Man muss sich ein bisschen rantasten, zeige ich auch gleich nochmal mit der Herdtemperatur, also mit der Gaszufuhr, wie man die so einstellt, am besten so auf Mittel. Und die Zeit so ein bisschen, das hat man dann aber nachher echt im Griff, aber das zeigen wir gleich nochmal. Ja, der Sandwichmaker, der ist eigentlich auch schön leicht. Der hat auch, ist glaube ich wie so eine Pfannenbeschichtung, so Teflon beschichtet halt. Da backt halt auch nichts an eigentlich. Rein theoretisch kann man den wirklich mit dem Zeber einfach so auswischen und fertig. Ja, das ist wirklich super praktisch, ist super schnell sauber gemacht. Den kann man ganz gut verstauen. Hier auch durch diese Halterung springt das auch nicht auf. Das ist also wirklich ganz schön gelöst. Ja, wir hatten einmal, weiß ich noch, da hatten wir, glaube ich, irgendwie Brot, was nicht so ganz gepasst hat. Ne? Stimmt, wir hatten zuerst so kleines, diese ganz kleinen Toastbrotscheiben quasi. Und da haben wir gesagt, wir müssen auf jeden Fall dieses Sandwichbrot holen, also diese etwas größeren Scheiben. Die passen nämlich optimal da rein. Wie dafür gemacht. Ganz genau. Perfekt. Jetzt kann man das ja einfach zuklappen. Und da ist dann da noch so ein kleiner Bügel, den zumachen. Dann bleibt das auch so in der Stellung. Und dann ab auf den Herd. Ja, wie gesagt, ich würde das so auf mittlere Stellung stellen und dann erstmal ein paar Minuten warten. Na, Dito, das sieht aber gemütlich aus hier. So, jetzt ist eine Minute rum. Jetzt riecht es auch schon so ein bisschen nach Toastbrot. Würde ich mal sagen. Also ich würde es jetzt mal umdrehen.
nach einer Minute, wie gesagt. Und man kann ja auch direkt mal schauen. Jo, war auch schon genau richtig. Also nach einer Minute auf jeden Fall drehen. So, fertig. Oh, das sieht aber mal sehr gut aus. Lecker, lecker, lecker. Und mal gucken. Ich glaube, man könnte tatsächlich noch ein bisschen schwächer stellen, die Gaszufuhr. Also so auf kleiner Flamme. Da gibt es ja eine kleine und eine große Flamme. Also eher so auf kleiner Flamme und dann so ja, 1,5 bis 2 Minuten pro Seite würde ich dann. Aber man riecht das relativ schnell. Ne? Das ist wirklich ja wie im Toaster, sage ich mal. Ne? Wenn es zu doll riecht, ist es zu lang. Auf jeden Fall schön kross. Aber auf jeden Fall schön kross. Das testen wir jetzt mal. Ja. So, jetzt machen wir mal den Kross-Test, Kross- und Geschmackstest. Käse ist sehr gut geschmolzen. Sehr lecker. Brot ist super kross. Kann man machen. Für den schnellen Hunger. Ja, also wir haben den Sandwichmaker jetzt eigentlich immer dabei. Sind da super zufrieden mit. Man muss halt ein bisschen gucken mit der Temperatur, ne, dass es halt nicht zu heiß ist. Lieber eine Minute länger warten, dafür ein bisschen runterregeln. Aber wie gesagt, wir sind da super zufrieden mit. Dann war es das mit dem Video. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's in my Van. Heute geht's um die Kaffeebohne. Ich zeige dir, wie du unterwegs richtig guten Kaffee kochen kannst. Viel Spaß! So, mehr als die drei Sachen brauchen wir eigentlich nicht, aber der Reihe nach. Ja, kommen wir zum ersten Teil und zwar dem Espresso-Kocher. Ich habe hier ein Modell von Bialetti, eigentlich ein Standard-Espresso-Kocher, 190 Milliliter. Warum gerade genau die Größe, erzähle ich dir später noch. Gibt es aktuell auf Amazon, ich glaube für knapp 24 Euro. Ja, zweites Teil, was wir brauchen, ist eine Kaffeemühle. Ich habe hier eine von Time More. C2 nennt sich das Modell, ist nicht ganz günstig, kostet aktuell 80 Euro auf Amazon, ist aber definitiv den Preis wert. Also die Mühle ist super hochwertig verarbeitet. Das Mahlwerk ist wirklich richtig cool, also kann man auch ganz einfach vorstellen. Und der Kaffee wird auch super gleichmäßig gemahlen, also das merkt man echt, dass das eine gute Qualität ist. Man sieht hier auch so ein bisschen, das Gehäuse hat so eine Struktur, also lässt sich erstmal super anfassen, liegt dementsprechend richtig gut in der Hand. Ja, funktioniert echt gut. Ja, zum letzten und nicht ganz unwichtigen Teil, Kaffeebohnen. Ich hole mir die eigentlich immer direkt frisch geröstet aus der Rösterei und habe mich da mal immer so ein bisschen durchgetestet und für mich jetzt auch so in der Kombination mit dem Espresso-Kocher eine echt schöne Bohne gefunden. Also eine Mischung muss man ja sagen, das ist jetzt hier 70% Arabica und 30% Robusta. Peru und Uganda ist die Herkunft, ist eine sehr schöne Bohnenmischung. Ja, im Endeffekt ist diese Kaffeezubereitung eigentlich gar nicht wirklich ein Espresso, aber auch nicht wirklich ein Kaffee, ist so ein Mischding, sag ich mal. Weil was hier an Kaffee rauskommt, ist eigentlich eher mit einem klassischen Filterkaffee vergleichbar. Da die Konzentration von gelösten Kaffeeteilchen wesentlich geringer ist als bei einem, ja, ich sag mal, traditionell zubereiteten Espresso. Ja, fangen wir mit der Kaffeemühle an. Bei diesem Modell habe ich hier die Möglichkeit, diesen Griff einfach abzustecken und wieder drauf zu stecken. Ist ganz praktisch, wenn man die verstauen möchte. Dann ist das ein bisschen platzsparender, als wenn der fest da dran ist und fest verbaut ist. Um den Mahlgrad zu verstellen, schraube ich hier diesen Auffangbehälter ab. Hier sammelt sich dann nachher der frisch gemahlene Kaffee drin. Und hier habe ich auch schon meine Verstellschraube für den Mahlgrad. Um die einstellen zu können, muss ich die erstmal auf eine Grundeinstellung bringen. Das ist bei diesem Modell und auch bei anderen Modellen von Time More so, dass ich die Schraube erstmal im Uhrzeigersinn so fest drehe, bis es nicht mehr geht. Also handfest, jetzt nicht wie bekloppt da festdrehen, aber so, bis es nicht mehr geht. Und dann ganz fein entgegen des Uhrzeigersinns, bis ich ein Klicken höre. Und die Anzahl der Klicks entscheidet dann über den Mahlgrad. Für diesen Espresso-Kocher empfiehlt sich eine Einstellung von 14 Klicks. Ich drehe also entgegen des Uhrzeigersinns. 14. Wichtig ist, ich muss den Griff festhalten, weil sich sonst hier diese Schraube mitdreht. Falls ihr jetzt keinen Espresso-Kocher habt, sondern beispielsweise eine French Press, empfiehlt sich eine Einstellung von 25 Klicks. Also je mehr Klicks, desto gröber ist der Kaffee. Ich öffne ja sozusagen wieder die Mühle
Oder wenn ich einen Standard-Filterkaffee zubereiten möchte, empfiehlt sich so eine Einstellung von 20 Klicks. Also etwas feiner als diese French Press-Variante. Dann kann ich meinen Auffangbehälter wieder dran schrauben. So, das war's schon. Jetzt muss ich den Griff abnehmen, weil ich hier meine Bohnen reinfülle. Ich habe mich bei der Menge der Bohnen immer so ein bisschen rangetestet und habe für mich mal so ein Rezept erstellt. Also ich brauche 10 Gramm Bohnen für 100 Milliliter Kaffee. Ich habe ja jetzt einen Espresso-Kocher mit 190 Milliliter, also brauche ich entsprechend 19 Gramm Bohnen. So, das war ein bisschen viel. Nehme ich mir einfach ein paar wieder raus. Ja, 19,1 passt schon, ne? Ja, ich mache das Ganze auch nur einmal, also mit dem Wiegen, das habe ich quasi einmal gemacht, um ungefähr zu wissen, welche Menge Bohnen brauche ich denn jetzt. Ich nehme die Waage natürlich auch nicht mit auf Tour, das wäre mir dann auch immer ein bisschen zu ektig, sage ich mal, so einen Kaffee zuzubereiten. Aber genau, einmal gemacht und jetzt sieht man auch, ja, das ist eine gute Handvoll und so mache ich das dann unterwegs auch. Ne? Ich schütte einfach mit der Tüte, mache ich mir hier die Handvoll Bohnen und fertig. Das fülle ich jetzt hier in die Mühle ein. Sieht man, das passt eigentlich auch genau. Auch nochmal so eine zweite Messhilfe, ne, bis Oberkante von der Mühle. Ja, und jetzt heißt es drehen. Genau so lange drehen, bis ich keine Mahlgeräusche mehr höre. So, jetzt läuft die Mühle ganz ruhig. Ich höre keine Mahlgeräusche mehr, also bin ich fertig. Gucken wir mal, wie das Ergebnis aussieht. Passt aber auch optimal hier in diesen Behälter rein. Ist nicht zu viel. Ja, sieht wirklich sehr gut aus. Der Mahlgrad, der ist wirklich sehr gleichmäßig. So, jetzt kann ich die ganze Schose schon mal in meinen Espresso-Kocher füllen. Und zwar kommt der gemahlene Kaffee jetzt hier in diesen Filter rein. Einfach umfüllen. Einfach nur so ein bisschen glatt streichen, das reicht. Gar nicht fester andrücken, das muss gar nicht. In einem zweiten Schritt füllen wir jetzt hier in den Espresso-Kocher das Wasser rein. Und zwar kann man jetzt hier als Hilfe nehmen, ich habe ja hier mein Ventil drin. Und zwar fülle ich das Wasser bis Unterkante von diesem Ventil. Da bin ich immer genau richtig. Bis dahin ist auch diese Milliliter-Angabe, die bei diesen Espresso-Kochern dabei steht. Setze ich den Filter rein, schraube meine Kanne oben drauf, ruhig gut fest zudrehen. Und das war's schon. Jetzt das Ganze auf den Herd. So, ruhig auf größte Flamme stellen. Und wichtig, den Deckel aufmachen, damit die heiße Luft entweichen kann. Und jetzt heißt es warten. Ja, ich würde auch auf jeden Fall hier in der Nähe bleiben, damit nichts überkocht. Aber ja, so lange dauert es auch nicht. Also ich würde mal schätzen, so 3-4 Minuten. Dann müsste es eigentlich gleich anfangen zu sprudeln. So, jetzt geht's los. Ja, man sieht auch, also spritzt auch wirklich nicht hier mit dem Deckel. Ne? Und jetzt lasse ich noch unten ein bisschen reinlaufen. Ich sag mal so halb voll lasse ich laufen. Nehme die Kanne jetzt vom Herd. Kann hier schon mal alles ausmachen. Und man sieht ja auch, der läuft noch nach. Also da ist noch genug Temperatur, damit das Wasser da aufsteigt. Weil wenn ich den Kocher jetzt noch weiter auf der Flamme stehen lassen würde, wird der Kaffee bitter werden, weil er dann verbrennt. Weil das Wasser halt einfach viel zu heiß ist, was dann auch durchgeht. Aber hier sieht man, ne, hier fließt noch schön der Kaffee weiter. Dem geben wir noch mal so, ja, ich sag mal eine halbe Minute. Und dann ist das auch schon fertig. So, dann füllen wir das mal in die Tasse. Aufpassen, das ist alles ziemlich heiß. Also hier am Griff kann man es ja super anfassen. Ich habe jetzt hier ungefähr, ja, so eine Dreiviertel-Tasse. Boah, unglaublich, wirklich richtig gut. Vielleicht noch ein kurzer Tipp, falls euch der Kaffee irgendwie zu bitter ist, also irgendwie nicht so richtig schmeckt, versucht mal ja entweder den Mahlgrad zu verstellen, dass ihr nicht ganz so fein mahlt, sondern etwas gröber und vielleicht auch doch nicht ganz so viel reinmacht. Ist ja letztendlich dann auch so ein bisschen Geschmackssache, ne? Der hier ist auf jeden Fall schon ein bisschen kraftvoller. Aber halt nicht sauer. Also ich habe es auch so lange ausprobiert, bis der Kaffee wirklich halt nicht mehr sauer ist. Weil wenn der richtig sauer ist, stimmt irgendwas nicht. Gegebenenfalls, klar, ist die Bohne natürlich auch irgendwie im Eimer. Keine Ahnung, dann stimmt da mit irgendwas nicht. Aber ist viel Mahlgrad, Menge, darüber kann man schon viel machen. Ja, dann würde ich sagen, cheers, bis zum nächsten Video. Und unbedingt frisch geröstete Bohnen ausprobieren. Bis dann.
gleichen Kaffee. Oh, mega. Nachmachen. Boah, sehr gut. All of my friends say. Heute geht es um ein ziemlich cooles Sommergadget. Und zwar um diesen Ventilator hier. Wie ihr gerade schon richtig gesehen habt, der ist akkubetrieben. Ist mega praktisch, gerade für einen Camper. So kann ich den überall mal irgendwo hinpacken. Ne, mit dieser Klammer hier kann ich den überall fixieren. Der ist in allen Richtungen drehbar. Ich kann den hier schwenken. Also kann ich den immer optimal ausrichten. Mega praktisch für den Schlafbereich. Aber auch hier, ja, ich sag mal, den pappe ich mir jetzt hier einfach so hin. Zack, in meine Richtung. Optimal. Habe ich für das ganze Video jetzt eine frische Brise. Ja, den haben wir jetzt ungefähr seit auch bestimmt anderthalb Jahren schon dabei und sind da wirklich mega happy mit. Ja, der hat auch einen recht großen Akku, 10.000 mAh, hält auf höchster Stufe 6 Stunden im Dauerbetrieb. Also das ist natürlich schon ordentlich und die höchste Stufe, die macht schon ordentlich Wind. Also muss man wirklich sagen, 3 Stufen sind insgesamt. Ja, also ich denke mal, da kann man den problemlos mal einen ganzen Tag eigentlich irgendwie anhaben auf mittlerer Stufe. Ich kann den über USB-C oder über Micro-USB ganz einfach wieder aufladen. Der wiegt 500 Gramm, also ist eigentlich echt ein Leichtgewicht dafür, dass er den Akku direkt verbaut hat. Ne? Also ist wirklich super praktisch. Ich kann den sehr gut verstauen, dadurch, dass ich den ja hier drehen kann am Fuß. Passt der eigentlich überall rein. Ne? Also ist wirklich sehr, sehr flach gebaut und somit gut zu verstauen. Also, falls ihr noch keinen Ventilator habt und ihr überlegt, euch gerade einen anzuschaffen, den kann man uneingeschränkt empfehlen. Für knapp 35 Euro gibt es den aktuell auf Amazon. Bis zum nächsten Video. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's in my Van. Heute gibt's richtig was auf die Ohren. Ich wollte euch mal zeigen, mit welcher Bluetooth-Box wir so unterwegs sind und warum wir gerade mit diesem Modell seit, ja, ich würde jetzt mal sagen, anderthalb Jahren mega zufrieden sind. Also, viel Spaß in dem Video. Ja, Bluetooth-Box, eigentlich gar nicht mal so einfach, haben wir uns auch ziemlich schwer mitgetan. Es gibt ja ungefähr 3,8 Milliarden auf dem Markt oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Deswegen ist die Wahl der richtigen Box natürlich schwierig. Was für uns, ich sag mal so, erstes Kaufkriterium war, Design. ja, eigentlich auch. Aber noch viel mehr großer Akku. Und großer Sound natürlich. Ja, wir hören selber eigentlich viel Rockmusik und sind dann eigentlich schnell auch auf Marshall gestoßen, wenn man da mal im Internet so ein bisschen sucht. Die Box ist knapp 16 cm breit, 18 cm hoch und 7 cm dick. Mit 1,38 Kilogramm, nicht gerade ein Leichtgewicht, aber immer noch ganz passabel zum Mitnehmen. Die Wasserfestigkeit ist mit IPX4 angegeben, ist also spritzwassergeschützt, könnte somit also den ein oder anderen Regentropfen mal vertragen. Jetzt kommt der Oberknaller, die Spieldauer. Die ist nämlich mit über 20 Stunden angegeben. Ist also wirklich krass und muss man auch sagen, ist in der Praxis definitiv so. Also wir laden die eigentlich einmal auf vor unserer Tour und müssen die eigentlich keinmal nachladen, die Box. Falls der Akku dann aber doch mal leer sein sollte, man hat in 20 Minuten circa 6 Stunden Spieldauer dazu gewonnen. Die Eingangsspannung ist mit 5 bis 12 Volt angegeben. Also kann man die Box problemlos an jeder USB-Buchse hier am Camper aufladen. Und ganz im Stil der Gitarrenverstärker habe ich hier meine Bedienknöpfe. Einmal einen Lautstärkeregler, womit ich die Box auch einschalten kann. Einen Bassregler und einen Höhenregler. Hier habe ich noch meine Akkuanzeige, wo ich direkt auf einen Blick sehe, okay, wie viel Saft hat die Box noch. Ja, und ist generell vom ganzen Handling her wirklich mega. Ne? Also fühlt sich so wertig an. Also wirklich ist schon so cool, die Box einfach nur einzuschalten. Also die Drehregler sind wirklich, das macht einfach nur Spaß, das Teil zu bedienen. Wirklich richtig cool. Sehr hochwertig verarbeitet durch dieses Gitter hier, ne? Mega robust. Ja, was den Sound auch draußen gerade so großartig macht, ist, dass ich so einen multidirektionalen Sound habe, jedenfalls nach Marshall. Aber ich habe nach beiden Seiten die Lautsprecher. Also kommt überall ordentlich Wumms raus. Das macht den Sound draußen gerade auch wirklich super. Und man muss sagen, man kann ihn ja nicht
Man kann die Box ja nicht immer auf Anschlag betreiben. Aber selbst leise, und ich finde, da ist eigentlich echt immer der Unterschied, leise Musik in einer guten Qualität, das ist, finde ich, immer so der Unterschied zu hochwertigen Boxen. Und das kann die wunderbar, also wirklich super. Die Tiefen kommen echt richtig cool rüber, ne? Ist ein bisschen mittenbetonter, ist Marshall ja generell, auch die Gitarrenverstärker ist ja alles immer so ein bisschen mittenbetonter. Was aber gerade bei Rockmusik eigentlich richtig cool kommt. Ja, falls du noch auf der Suche bist nach einer Bluetooth-Box mit Mega-Rock-Sound, kann man die uneingeschränkt empfehlen. Gibt's aktuell für 190 Euro auf Amazon. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ist ja der Oberknaller. USB auf Micro-USB. Wo habe ich denn nochmal dieses Kabel hingeschmissen, ey? Mann, dann ist ja immer das Gleiche, ey. Nee. Na klar. Ein Eisfach. Sag mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's Immer Wählen. Ja gut, die Sache mit dem Eisfach war natürlich ein bisschen übertrieben, ne? Aber aber geht mir tatsächlich ständig so. Irgendwelche Kabel oder irgendeinen kleinen Elektronikkram. Ich weiß nie, wo ich die Sachen wieder hingepackt habe. Dem wird jetzt Abhilfe geschaffen, und zwar durch diesen mega Kabelorganizer. Ist ein richtig cooles Teil, gibt es aktuell auf Amazon für 30 Euro. Und was die Tasche alles so kann, schauen wir uns jetzt im Detail an. Die 27,5 cm lang, 21 cm breit und 9,5 cm tief. Ganz praktisch. Ich habe an einer Seite hier nochmal so einen Tragegriff, wo ich die Tasche ganz schön halten kann. So, aber jetzt kommt ja der spannende Teil. Schauen wir mal, wie es im Inneren aussieht. Grundsätzlich hat die Tasche zwei Fächer, ein etwas kleineres und ein größeres. Wir fangen jetzt mal mit dem kleineren an. Das öffnet sich hier auch mit einem Reißverschluss. Und jetzt sieht man hier auch schon ganz schön, ich habe hier überall solche Schlaufen, wo ich meine Kabel einfach hier so reinspannen kann. Und ja, habe damit schon eine mega Übersicht, ne? Also hier habe ich die verschiedensten Kabel. Ich habe hier USB-C und dann von USB auf USB-C auf Micro-USB auf, ach was, alles Mögliche. Und so sehe ich halt sehr schnell, welches Kabel ich wo habe, und brauche nicht stundenlang rumsuchen. Ja, das hier ist quasi der obere Teil von der ersten Tasche. Im unteren Teil haben wir eigentlich nochmal das gleiche, ein bisschen anders aufgeteilt, weil ich hier jeweils zwei von diesen Gummischlaufen habe für, ja, ich sag mal, etwas längere Kabel, ne? Ich habe jetzt hier ein USB auf USB-C Kabel, was ein bisschen länger ist. Ich glaube, das ist so 2 Meter. Das passt hier auch problemlos rein. Ich muss halt nur wieder ordentlich aufwickeln. Und kann es dann hier wieder schön reinfummeln. Genau, dann habe ich hier noch drei weitere Fächer. Einmal für SIM-Karten, was auch ganz praktisch ist. Wir haben ja immer einen LTE-Router dabei. Und so kann ich, wenn ich verschiedene SIM-Karten habe, manchmal hat man ja schon mal eine fürs Ausland, kann ich die hier reinstecken. Hier habe ich noch eine Micro-SD-Karte, einschließlich Adapter. Auch sehr praktisch, also für die Drohne oder für eine GoPro. Dann habe ich hier noch eine Ersatz-SD-Karte für die Kamera. Und dann hier auch nochmal ganz schön abgetrennt so ein Mesh-Fach, was ich auch nochmal hier durch einen Reißverschluss verschließen kann. Ja, hier habe ich so kleine Adapterstecker drin, ne, von USB auf USB-C oder einmal hier umgekehrt. So bin ich für alle Fälle gerüstet. Falls mir auch mal ein Kabel kaputt gehen sollte, kann ich mir immer noch mit diesen Adaptern behelfen. Und was auch ganz praktisch ist, hier diese Nadel für iPhones oder auch für andere Handys, um dieses SIM-Kartenfach zu öffnen. Die haben wir hier drin. Ja, wie gesagt, verschiedenste Kabel für die verschiedensten Anwendungen und Geräte. Dann ist man eigentlich für alles gerüstet. Jetzt kommen wir zu dem größten Fach. Da habe ich einmal im oberen Teil eine Tasche. Mit so einem Klettverschluss kann ich die auf und zu machen. Hier habe ich eigentlich relativ unspektakulär so einen Kaltegerätestecker, um unsere Powerstation mal laden zu können an der normalen Stromsteckdose oder zum Anschluss an dieses Netzteil. Das ist für den Fernseher, den wir ja hinten drin haben. Der ist zwar fest angeschlossen an die Stromversorgung des Campers, aber falls da mal irgendwie was sein sollte, haben wir hier das Originalnetzteil, was bei dem Fernseher direkt mit dabei war, dabei. Und ja, können das dann im Notfall, sage ich mal, damit auch betreiben.
Ja, dann habe ich hier noch so einen Kartenleser, so ein Aufladegerät für die Zahnbürsten. Wir haben jetzt nämlich auch neu hier so elektrische Zahnbürsten, die wir dann auch fest im Camper drin haben. Die sind eigentlich echt praktisch, vor allen Dingen auch mal nicht so klobig wie diese normalen elektrischen. Ja, die kann ich dann hier einfach aufladen. Dann habe ich hier noch so ein kleines Multitool drin. Ich habe zwar hinten auch in der Heckgarage einen Werkzeugkoffer, aber hier ist der Griff natürlich bedeutend schneller und kann somit mal eben schnell irgendwie was festschrauben oder keine Ahnung. Ganz praktisch, weil hier auch drei Inbusschlüssel dran sind in verschiedenen Größen. Ist ein netter kleiner Helfer. Was noch ganz schön ist, ich habe hier zwei von diesen Trennern. Da kann ich mir dieses große Fach auch nochmal unterteilen in drei. So habe ich es jetzt gemacht. Hier ein etwas größeres, weil ich ja hier so ein großes Netzteil noch mit drin habe. Das ist auch noch ganz schön. Dann kann ich mir das hier nochmal schön unterteilen. Dann fliegt auch nichts rum. Habe ich hier auch nochmal Ordnung in meinem Ordnungsfach sozusagen. Ja, das war es dann auch schon mit der Tasche und mit den Sachen, die da drin sind. Also ist alles super. Super schön verstaut auf kleinem Raum, sage ich mal. Man hat echt eine gute Übersicht an Sachen, die man dabei hat. Na, man klappt einfach auf, nimmt sich das entsprechende Kabel, was man gerade braucht und fertig. Legt es nachher wieder zurück. Ich habe alles in dieser kleinen Tasche drin. Also erspart mir unglaublich viel Zeit. Ja, ich hoffe, ich kann dir mit diesem Video in Zukunft unendliches Leid ersparen und du findest deine Kabel und sonstigen Sachen etwas schneller. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's in my Van. Ja, wie ihr gerade richtig gesehen habt, geht es heute um Dekobeleuchtung. Ich wollte euch die Lichterketten mal zeigen, mit denen wir hier so unterwegs sind. Wir haben mal zwei Stück davon, eine hinten im Schlafbereich und eine hier in der S-Ecke. Ja, was die so können und warum wir uns gerade für dieses Modell entschieden haben, seht ihr in dem Video. Viel Spaß! Ja, wir haben uns direkt zwei von diesen Lichterketten besorgt, weil wir gedacht haben, auch so gemütliches Licht ist ja im Schlafbereich und hier vorne eigentlich auch ganz nett. Wir haben zwar unendlich viel Beleuchtung hier im Van, nutzen wir aber tatsächlich nicht. Und so haben wir die Lichterketten eigentlich dann abends oder wenn es so ein bisschen dunkler wird, auf jeden Fall immer an. Das Schöne ist, da kommen wir auch direkt zum ersten Feature, die haben Dimmstufen. Und zwar kann ich die hier mit dieser Fernbedienung steuern. Auf diesen Plus- und Minustasten habe ich insgesamt 4 Dimmstufen, kann mir das Licht also entsprechend anpassen. Ja, wir haben hier Baumwollkugeln, 16 Stück sind hier dran an der 1,60 Meter langen Variante. Die gibt es auch noch in verschiedenen Größen, 16, 24 und 32 Kugeln, also doppelt so lang dann, 3,20 Meter. Muss man entsprechend entscheiden, was man dann gerne haben möchte. Ja, wie schon gesagt, ist eine Fernbedienung dabei. Hier drüber kann ich die steuern, an- und ausschalten. Was noch ganz nett ist, ich habe hier eine Timer-Funktion. Wenn ich da einmal drauf drücke, ist die Kette noch 2 Stunden an und dann geht es automatisch aus. Der Stromverbrauch liegt bei 2 Watt, ist also recht überschaubar, ist auch auf hellster Stufe 2 Watt. Ich habe das hier an der Powerstation mal getestet, wie viel Strom die zieht und ja, da hat der Hersteller nicht gelogen, also passt. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben, die Lichterkette. Wir haben jetzt diesen Typ Horizon. Ja, wie gesagt, gibt es, ach keine Ahnung, 10, 15 verschiedene Farbvarianten, müsste eigentlich also auch für jeden Camper was dabei sein. Ja, hier vorne haben wir diese Fernbedienung, nutzen wir eigentlich super selten, klar zum Anschalten und Ausschalten, aber eigentlich fliegt die bei uns hier in der Schublade von der Küche rum, da haben wir die eigentlich immer drin. Vorteil ist noch, wenn man das machen möchte, da ist direkt so ein Halter mit dran. Also das ist hier magnetisch und den hier kann ich mir einfach irgendwo hinpappen. Hier sind so Klebestreifen drauf, da ziehe ich mir einfach diese Folie ab und kann den irgendwo hinkleben. Keine Ahnung, vielleicht direkt hier drunter. Ja, ist jetzt nicht so wirklich schick, aber nur vom Prinzip her. Und dann kann ich den hier so einfach dran pappen und dann hält er. Vielleicht noch als Tipp, wir haben jetzt hier im S-Bereich oder auch hinten im Schlafbereich direkt die Möglichkeit, die Lichterkette an die USB-Stromversorgung anzuschließen, weil wir da überall passend eine Steckdose haben. Falls das bei euch nicht so der Fall sein sollte, es gibt ja zum einen, sage ich mal, diese Verlängerungskabel für USB, die auch ganz praktisch sind in den verschiedensten Längen. Dann kann ich mir irgendeine Kabelführung da sozusagen bauen. Oder falls man jetzt gar keine Steckdose irgendwo in der Nähe hat, da kann man sich mit einer Powerbank halt behelfen. Die sind ja auch schön klein und kompakt. Und wie gesagt, die zieht nur 2 Watt, die Lichterkette. Also ich denke mal, eine kleine Powerbank ist da absolut ausreichend. Und die kann ich mir ja irgendwo hinlegen oder verstecken. Ja, und hiermit habe ich dann halt auch die Möglichkeit, die Lichterkette da zu betreiben, wo ich keine Steckdose habe. Ja, dann war es das für heute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Wie du aus deinem Campervan einen schicken Zweiraum-Camper machst,
siehst du in diesem Video. Viel Spaß! Ja, das hier ist quasi unser schicker Raumteiler. Also eigentlich ein ganz einfacher Vorhang. Das war schon das Geheimnis. Und zwar haben wir den hier hinten im Schlafbereich angebracht. Oben an dieser Schiene haben wir den reingehangen und haben so halt die Möglichkeit, den kompletten Schlafbereich vom vorderen Bereich zu trennen. Ja, das ist halt echt mega praktisch hier hinten mit dem Vorhang. So hat man halt ja diese räumliche Trennung einmal. Wenn jemand zum Beispiel hinten mal ungestört ein bisschen Fernsehen gucken will oder vorn jemand irgendwie am Computer ist, da so ein bisschen arbeiten will oder sowas, hat man wirklich so diese räumliche Trennung. Auch akustisch ist das wirklich krass. Also erstmal die ganze Akustik im Van hat sich verbessert, deutlich verbessert, muss man tatsächlich sagen. Ja, aber auch so diese räumliche Trennung halt. Ne? Das schottet dann auch so ein bisschen ab. Wenn Niki beispielsweise hinten Fernsehen guckt und ich sitze vorne am Rechner, höre ich von hinten überhaupt nichts. Und umgekehrt auch. Also das ist wirklich, wirklich cool. Und wir finden beide, dass es hier hinten noch gemütlicher ist. Also wir finden es eigentlich eh ganz kuschelig hier hinten. Aber durch den Vorhang ist es irgendwie noch mal gemütlicher. Und man ist hier so in seiner Kuschelhöhle. Ne? Also ist wirklich, wirklich richtig gemütlich. Ja, das Schöne an dem Vorhangstoff ist, der hat beidseitig die gleiche textile Optik quasi. Dann sieht er halt nicht nur aus dem Schlafbereich gut aus, sondern auch von vorne. Ja, und hier sieht man das halt auch schön, ne? Wie das hier so räumlich getrennt ist. Man kriegt hinten vom Schlafbereich überhaupt nichts mehr mit. Kann sich hier gemütlich hinsetzen, arbeiten, was auch immer. Ja, den Vorhang haben wir auf Amazon bestellt. In den Abmessungen 2,45 m x 1,35 m, also 2,45 m lang. Und Niki hat den Vorhang dann entsprechend gekürzt und umgenäht. Gekostet hat der Vorhang knapp 36 Euro. Mit dazu bestellt haben wir hier noch so ein Gardinenband, wo diese Gardinenhaken eingefädelt werden. Und das Ganze hier hängt natürlich an so einer Schiene. Die musste man hier auch anbringen. Und das war echt eine mittelschwere Katastrophe, muss man sagen. Also die ganze Schiene hängt an zwei Befestigungshaken. Da habe ich einen und hier habe ich einen. Und diese Schiene klickt man dann quasi da ein. Wenn man die beiden Befestigungsclips da an der Decke hat, dann muss man die Schiene da einfach nur so reinklicken. Hat überhaupt nicht funktioniert, diese Befestigungshaken da an die Decke. Eigentlich sollte man die schrauben, habe ich dann versucht. Aber irgendwie sind da, keine Ahnung, Metallprofile oder was hier von der Deckenabhängung, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall einen konnte ich schrauben, das hat funktioniert, den anderen gar nicht. Man sieht halt hier auch so ein bisschen, da habe ich hier leider so ein bisschen die Decke ruiniert. Aber ja gut, den Clip dann darüber gemacht. Ja, und den hier haben wir dann einfach vollflächig verklebt mit dem ganz starken Industriekleber. Und das hält auch wirklich super. Also hätte ich von vornherein eigentlich machen sollen, direkt beide kleben und fertig. Ja, aber das war eigentlich so die aufwendigste Geschichte. Ne? Also diese Schiene da dran machen, das geht aber auch. Also ist wirklich kein Thema. Und Vorteil ist auch, ich kriege die Schiene da auch wieder raus, weil wenn ich den Vorhang mal komplett abnehmen möchte, weiß ich nicht, wenn ich ihn waschen will oder irgendwas, ne? Ich kann den jetzt hier nicht einfach rausschieben, weil hier die Schiene natürlich bis zu diesem Schrank geht und ich kriege die Clips dann da halt nicht mehr rausgedrückt. Diese Gardinenhaken. Also muss ich die ganze Schiene rausmachen, ist aber jetzt eigentlich auch nicht so aufwendig. Dann kann ich die hier einfach so abziehen. Also das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, ein weiterer Vorteil ist eigentlich auch, wenn man hier vorne kocht. Also dadurch, dass man die räumliche Trennung hat, ziehen halt nicht so stark die Gerüche hinten in den Schlafbereich rein. Also das ist auch sehr, sehr angenehm. Man kann hier vorne kochen, dann am besten hier mit der Schiebetür auf, ne, dass hier direkt alles nach draußen zieht. Das ist wirklich praktisch und ja, so hat man die Gerüche halt nicht im Schlafbereich. Ja, dann war es das auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren in Sachen Zweiraumcamper und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. So, jetzt tut sie hier gar nichts mehr. Kann das Fenster, wenn ich es nicht mehr auffliegen. Und das für 12 Euro. Der Knaller, oder? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's in my Van. Heute geht's um dieses kleine Plastikteil. Ja, eigentlich unser kleinstes und günstigstes Gadget, würde ich mal sagen. Obwohl bezogen auf die Größe eigentlich das teuerste Gadget.
Egal. Aber hierdurch ersparen wir uns jede Menge Ärger mit diesen Fenstern da oben. Auf der letzten Tour ist es uns tatsächlich passiert, dass uns das Fenster während der Fahrt auf der Autobahn aufgeschlagen ist. Jetzt nicht richtig einmal so aufgesprungen, aber halt aufgeklappt ist. Dieser Bügel, wir haben da ja so einen Bügelverschluss, ist halt aus dieser Halterung rausgerutscht und ja, Fenster war im Endeffekt offen. Ja, da musste man direkt mal ranfahren und uns mit Klebeband irgendwie behelfen und das irgendwie zuschmieren, dass es halt nicht mehr aufging. Und ja, war natürlich ein bisschen blöd, weil so konnte man das Fenster den ganzen Urlaub nicht mehr öffnen. Es sei denn, man muss immer diesen ganzen Klebevierlefanz da abknibbeln. Und dann haben wir uns direkt mal auf die Suche gemacht. Ja, was gibt's denn da? Weil speziell bei diesem Fenster, ich hatte das gesehen, hier gibt's eine Vorrichtung, das sah so aus, als wenn man da so eine Kurbel einbauen könnte. Ist aber nicht so. Das ist wohl irgendwie nur so eine Aussparung, weil dieser Rahmen wohl ja standardmäßig da vom Fertigungsband läuft. Und einmal werden die mit Bügel ausgeführt und einmal mit so einer Kurbel. Und ja, wir haben auf jeden Fall diese Bügelfenster. Ich hätte ganz gerne eigentlich so ein Kurbelfenster gehabt, weil das, glaube ich, ja wirklich besser ist und wirklich besser verschließbar ist und dann auch zu ist. Und gut, aber dann haben wir mal ein bisschen recherchiert. Ja, was gibt's denn da für Lösungen? Dann haben wir halt ja diese kleinen Plastikteilchen hier gefunden, die auch sehr gute Bewertungen bekommen. Und ja, habe ich direkt bestellt. Man muss nur darauf achten, wie gesagt, wir haben ja zwei unterschiedliche Größen von Fenstern, ist bei den meisten Vans ja auch so, dass man die entsprechend für das passende Fenster bestellt. Ja, das sind diese Kunststoffteilchen, also in einem Set sind zwei Stück drin, die kosten 12 Euro. Das ist ein spezieller Kunststoff, 6 mm dick ist der. Ein sogenannter Polyoxymethylen-Kunststoff. Ja, ist sehr hart und soll sehr bruchbeständig sein. Müssen wir halt mal gucken. Ich habe mir das Datenblatt von diesem POM-Kunststoff mal angeschaut. Sieht auch soweit alles sehr vielversprechend aus. Allerdings ist der nur bedingt UV-lichtbeständig. Und das hat mich etwas irritiert, weil ich sag mal, wenn der immer da die ganze Zeit am Fenster ist, da knallt ja ungehindert die Sonne drauf. Muss man halt einfach mal schauen, ne? Wie sich das so... Also ich könnte mir vorstellen, dass der nach ein, zwei Jahren wahrscheinlich schon ein bisschen poröser wird, gerade hier so an diesen Ecken. Aber gut, so, dann schauen wir uns das Ganze von der Montage nochmal an. Hier ist also das Midi-Heki von Dometic mit diesem Bügelverschluss. Und hier sieht man auch, wie leicht der Bügel aus dieser Halterung hier rausspringt. Einmal so ganz leicht dran tippen, dann springt er schon raus. Ja, und während der Fahrt hier so ein bisschen Erschütterungen und der Wind von der Seite, der dann da halt so richtig drunter geht, der hebelt das Fenster so auf. Also das geht super schnell. Ich sag mal, ab Geschwindigkeiten, 120, 130 km/h ist das Fenster auf. Da macht man leider gar nichts. So, und hier sieht man auch schon diese Aussparungen. Da kommt nachher dieser Haken rein. Der wird quasi an den Bügel geklemmt und diese Nase hier einfach in dieses Loch eingedrückt. Fertig, das war's schon. Auf der anderen Seite das Gleiche. Einmal auf den Bügel aufgesetzt, die Nase da rein und fertig. Erstmal ist das an sich stabiler geworden. Und wenn man jetzt hier reindrückt, ich kann den Bügel noch so fest runterdrücken, da passiert gar nichts mehr, weil ist ja auch klar, ne? Wenn ich jetzt hier dran ziehe, die Kraft geht ja direkt hier über diesen Haken jetzt hier in dieses Loch rein. Da passiert nichts mehr. Also perfekt. Wir haben zur Sicherheit, da ich gesehen habe, hier ist ja noch ein zweites Loch und ich sag mal Safety First, haben wir uns noch ein zweites Set bestellt. Und das ebenfalls, ne, wie vorher, einmal an den Bügel, einmal da rein. Auf der anderen Seite das Gleiche. Und so habe ich eine doppelte Sicherung und so passiert hier überhaupt nichts mehr. Man hat sogar das Gefühl, dass sich das Fenster auch irgendwie noch so ein bisschen mehr in den Rahmen reinpresst. Also ich weiß jetzt nicht, ob es akustisch während der Fahrt jetzt irgendwie großartig einen Unterschied macht, ob es wirklich leiser ist, weiß ich jetzt nicht so genau, aber man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass das Fenster irgendwie ein bisschen fester drauf sitzt. Also auf jeden Fall ein gutes Gefühl. So kann die nächste Tour kommen, würde ich sagen. Schauen wir mal. So, hinten im Schlafbereich, hatte ich ja schon erzählt, haben wir ein Mini-Heki, also 40 x 40 cm. Man sieht das hier auch schon, der ganze Haken, der ist hier ein bisschen länger, weil der Abstand halt einfach anders ist vom Bügel zum Loch. Aber das gleiche Prinzip halt, ne? Also einfach zuerst an den Bügel dran, in dieses Loch eindrücken und fertig. Und schon kann da
kann da nichts mehr passieren. Hier das Fenster ist eigentlich noch ja, in Ordnung, sage ich mal, so wie das bei dem anderen eigentlich auch mal sein sollte. Ne, also dass ich gar nicht so leicht hier den Bügel da rauskriege. Also irgendwie funktioniert diese Mechanik hier ein bisschen besser als vorne. Aber gut, nichtsdestotrotz beugen wir der Geschichte schon mal vor, indem wir da hier ebenfalls die Haken drauf machen. So, hier haben wir sie beide im Vergleich dann. Ne? Also dieser etwas längere ist für das kleinere Fenster, also für das 40x40. Der etwas schmalere, der ist für das große Fenster, für das 60x40. Also da wirklich bei der Bestellung darauf achten, für welches Fenster ihr diese Haken braucht. Ich muss die Haken auch nicht jedes Mal komplett abmachen, wenn ich jetzt das Fenster öffnen will. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Ich schiebe die da einfach so, also auf jeden Fall aus diesem Loch da raus, ne? Und drehe die dann einfach in Richtung Fensteröffnung. Und kann da mein Fenster ganz normal aufmachen. Und wenn die Fahrt dann weitergeht, Fenster schließen. Und weiter geht's. Ja, dann war's das mit diesem Video. Und ja, falls ihr das gleiche Problem habt und euch das Fenster mal ab und zu aufschlägt während der Fahrt und ihr seid auf der Suche nach einer sehr günstigen Lösung, kann man die hier sehr empfehlen. Bis zum nächsten Video. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's in My Van. Heute wird's blutig. Splatter Edition quasi. Ja gut, so krass jetzt eigentlich auch nicht, aber es geht um die kleinen Plagegeister draußen vorm Van und zwar Mücken. Ich bin nämlich gerade mit Niki und Tito in Italien unterwegs und ja, haben so diverse Campingplätze schon hinter uns gelassen, sind aktuell schon wieder auf dem Rückweg. Am Gardasee haben wir noch einen Stopp eingelegt und ja, nach wie vor ohne Ende Mücken. Aber wir haben echt ein mega, ja, Heilmittel klingt jetzt ein bisschen krass, aber ein mega Abwehrmittel gefunden und das wollen wir euch heute mal vorstellen. Viel Spaß! Mit unserem tollen Teil, da ist es nämlich auf dem Tisch. Und zwar, ja, genau, schön ein bisschen Deko hier mit den Pflänzchen. Ja. Das sind Mückenabwehrpflanzen. Nein, nicht wirklich. Und zwar ist das hier dieser Aufsatz, der auf dieser Gaskartusche sitzt. Da ist ein Plättchen drin, was man auch auswechseln muss. Und da drin glüht was quasi. Also man dreht die, die Gasflasche muss man nicht aufdrehen. Man hat hier so einen Hebel. Den bringt man halt hier in diese On-Stellung. Dann gibt es hier so eine kleine Piezo-Zündung. Und dann sieht man das da drin auch so ein bisschen glimmen. Und dann ja, verdampft das da so ein bisschen, dieses Mittel, was in diesem Plättchen ist. Und das hält dann die Mücken fern. Und es ist tatsächlich wirklich richtig cool. Wir hatten das jetzt im Urlaub eigentlich ja, fast immer an. Hält wohl nicht sehr lange so ein Plättchen, so ungefähr 4 Stunden steht jedenfalls da drin. Also die sind blau und je weißer das wird, desto verbrauchter sind die dann. Ja, wie gesagt, 4 Stunden. Wir hatten aber schon mal eins, ich weiß gar nicht, ach, bestimmt 6 Stunden oder was an. Und vom Gefühl her war die Abwehrfunktion immer noch vollgegeben. Also keine Ahnung, zwischen 4 und 6 Stunden oder sowas. Vom Bereich her, also wenn es nicht windig ist, ne, wenn es windig ist, ist das, glaube ich, wirklich, ist die Funktion generell sehr eingeschränkt. Aber auch wie bei diesen Kerzen oder sonstigen anderen Sachen auch, da muss man halt echt ein bisschen gucken. Aber wenn es nicht windig ist, 20 Quadratmeter schreibt der Hersteller vor, Wirkungsbereich. Und ich würde eigentlich mal sagen, das passt eigentlich ganz gut, wenn wir uns jetzt hier irgendwie so aufbauen. Ne? Wir haben da auch nochmal so einen Teppich, weiß jetzt nicht genau, wie groß der ist in Quadratmeter. Aber auch wenn wir die Markise dann so ausfahren. Ne? Also ich würde mal sagen, so jo, 20 Quadratmeter ist vollkommen ausreichend. Und wir haben jedenfalls das Gefühl, dass dieser komplette Bereich hier dann, wo wir dann halt auch sitzen, wirklich gut abgedeckt ist. Ne? Und selbst unterm Tisch, also wenn wir hier so mit ne, nackten Beinchen drunter sitzen, ja, hat man echt einen guten Mückenschutz. Hier ist also das gute Stück. Mit dabei ist noch hier so ein Beutelchen und 3 von diesen Plättchen sind mit dabei, wenn man das jetzt hier bestellt. Auf Amazon haben wir das bestellt für 63 Euro. Ja, hier das Hauptteil. Wie gesagt, die Plättchen, die steckt man da oben rein. Und eine ganz normale Gaskartusche kann man hier verwenden. Wir haben jetzt hier so 500 Gramm, also diese kleinen. Das wird dann da einfach draufgeschraubt. Zeichne Niki jetzt sofort. Und ja, dann kann es dann auch schon losgehen. Genau, das Teil hat da so ein Innengewinde und wird jetzt hier einfach auf die Gasflasche draufgeschraubt.
Allerdings rechtsrum, ja, rechtsrum ist richtig, weil normalerweise bei Gasgeschichten wird ja immer entgegen dem Uhrzeigersinn geschraubt. Hier aber nicht. Handfest reicht vollkommen, da strömt auch kein Gas raus oder so, da braucht man echt keinen Schiss haben. Das funktioniert super. So, und jetzt sieht man ja hier, aktuell haben wir noch ein Plättchen drin, das ist aber verbraucht. Man sieht hier die Ränder, die sind noch so ein bisschen blau, ne? Und in der Mitte oder ich sag mal überwiegend weiß. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das verbraucht ist. Jetzt zieht man das da einfach raus. Jawohl. Und ein neues da rein. Fupp. Ja, ist da wirklich ein ganz guter Indikator, ne? Also wenn es dann weiß ist, stellt man das Teil dann hier auf On. Fupp. Das heißt, die Gaszufuhr kann starten. Und wenn man jetzt diesen Hebel nach oben drückt, wie gesagt, das ist diese Piezo-Zündung, man hat es da auch so kurz Funken sehen und jetzt sieht man das da auch glimmen. Ne? Also da drin verdampft jetzt was, das ist so eine Mini-Flamme quasi. Jetzt sollte man so 5 bis 10 Minuten warten, bis das mal richtig aktiv ist und richtig verdampft. Ja, dauert so ungefähr 10 Minuten, dann fängt es so langsam an zu dampfen. Also wird eigentlich auch nicht doller, ne? Also jetzt nicht hier so riesen Rauchsparen, wäre auch ziemlich geil. Ja, also wirklich ganz leicht, ne? Riecht auch nicht unangenehm, riecht ein bisschen so, ja, weiß ich gar nicht, irgendwie so Streichholz oder so, wenn überhaupt. Also wirklich ganz fein. Ja, nee, also wir sind echt wirklich super zufrieden mit dem Ding und können wir uneingeschränkt empfehlen. Ja, das war jetzt quasi auch unser erster Urlaub mit dem Teil und wir nehmen das ab jetzt immer mit. Niki hat gerade schon die Plättchen nachbestellt. Die haben wir ja schon verfeuert quasi. Und ja, werden wir ab jetzt immer dabei haben. Ist irgendwie ein bisschen praktischer als diese Kerzen. Weiß ich nicht, ist irgendwie da ein bisschen umständlich, ne? Die Kerzen eher immer anzuzünden. Hier das Ding geht einfach. Ach so, wir müssen ja noch mal eben kurz zeigen, wie es ausgeht. Ganz, ganz einfach. Einfach nur auf Off. Fup, das war's. Gaszufuhr gestoppt. Mehr muss man gar nicht machen. Man muss es auch nicht abschrauben. Man kann das so drauf lassen. Überhaupt kein Thema. Und nur ein bisschen abkühlen lassen, weil das Teil schon heiß ist. Also da muss man echt gucken. Also da brennt ja auch wirklich was, ne? Also genau, da ein bisschen aufpassen und ja, sonst muss man eigentlich nichts beachten. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Hat man das überhaupt schon mal dabei? Nee, war der erste Urlaub, ne? Wir hatten das schon mal dabei, aber gar nicht benutzt. Ja. Nee, stimmt. Dann würde ich sagen, nee, ist mir irgendwas noch als Schlussdings? Nee, eigentlich nicht. Schon erzählt. Genau. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's in My Vein. Heute geht es um dieses schicke Teil hier. Einige von euch werden es vielleicht schon erkannt haben und zwar ist es eine faltbare Spülschüssel. Ja, die hatten wir jetzt schon auf 2 Touren dabei und sind davon echt schwer begeistert. Deswegen stelle ich es auch hier mal vor. Und wie die ganze Geschichte im Detail aussieht, schauen wir uns jetzt an. Und zwar besteht dieses Teil aus einem PVC-Planengewebe, ist also ja wie so eine LKW-Plane, sage ich mal. Dementsprechend auch mega robust und ja super wasserdicht. Wir haben jetzt hier die 20-Liter-Variante, es gibt die auch noch in 15, also 2 verschiedene Ausführungen. Die 20-Liter-Variante ist 35 x 35 x 18 cm. Was ganz cool ist, dass die Kanten hier noch so ein bisschen verstärkt sind. Da sind hier noch, ja ich weiß gar nicht genau, was es überhaupt ist, ich glaube so Aluminiumstangen oder sowas. Auf jeden Fall was ganz Leichtes, aber sehr Stabiles. Dadurch habe ich halt echt einen super Halt und ja, die ganze Kiste ist auch echt sehr stabil beim Tragen. Ich habe hier dann halt noch 2 praktische Griffe dran, wo ich die ganze Tasche dann halt, ne, wenn die mal ordentlich schwer beladen ist, auch gut tragen kann. Aber größter Vorteil ist halt, die ist ja super schnell und einfach zu verstauen halt, ne? Nimmt kaum Platz weg, dadurch, dass ich die so falten kann. Die ist ja wirklich mega flach. Ne, einfach wie so eine Raute hier so zusammendrücken, dann hier einmal umlegen,
bisschen zusammendrücken, fertig. Und jetzt sieht man das auch, ne? Ist wirklich schön leicht. Ich kriege die überall zwischengepackt, ne? Ich kann die mal irgendwo hinwerfen. Ist super platzsparend, schnell und einfach verstaut. Das war eigentlich so der Hauptgrund, weswegen wir uns die zugelegt haben. Ja, diese Variante hier gibt es auf Amazon, 20 Liter für 21,90 Euro aktuell. Ist also wirklich günstig und ich glaube, die hält wirklich sehr, sehr lange. Größter Vorteil, sage ich mal, von dem Teil, ich kann sie natürlich als Spülschüssel benutzen. Deswegen haben wir uns das ja hauptsächlich gekauft. Ist aber auch wirklich, dadurch, dass sie so stabil ist, ne, es passt auch viel rein. Gerade bei dieser 20 Liter Variante, die würde ich auch tatsächlich empfehlen. Da passt eigentlich alles an Geschirr rein, Spülmittel. Ne, also das ist wirklich schon eine gute Größe. Da kommen wir auch sehr gut mit zurecht. Und ja, erstmal ist die halt 100% wasserdicht. Ich kann sie nachher nach dem Spülen super leicht reinigen. Ne? Nochmal eben ein bisschen Wasser dadurch, den mit dem Lappen einmal abwischen. Die trocknet super schnell wieder, ne? Mit dem Handtuch einmal eben drüber. Vielleicht nochmal so kurz stehen lassen und dann ist die eigentlich auch schon wieder trocken. Ja, wofür haben wir sie sonst noch benutzt? Gibt eigentlich viele Verwendungszwecke. Zum einen, ich sag mal so als Wassereimer-Ersatz. Ich habe ja hier 20 Liter Volumen. Ich fülle mir hier Wasser rein, Reinigungsmittel und ja, kann das so als Putzeimer im Endeffekt auch benutzen. Oder dreckige Schuhe, ne? Wenn ich von der Wandertour komme oder was. Schuhe sehen aus wie Sau und ich will die jetzt nicht gerade irgendwo hinstellen im Camper. Schmeiße ich die einfach hier rein, versau dadurch nichts anderes und habe da meine Schuhe sicher drin aufbewahrt. Ich kann so unter anderem auch generell als Stauraum benutzen, als Box sozusagen. Ne? Hinten in der Heckgarage, wo ich ein paar kleinere Sachen habe oder was, ne, die da irgendwie rumfliegen oder sowas, kann ich mir hier so eine kleine Kiste von machen, schmeiß die Sachen da rein, dann fliegt nichts mehr rum und ich habe da alles sortiert drin. Zum Kleidungwaschen kann ich sie natürlich auch benutzen. Ne? Füll mir da einfach heißes Wasser rein, Waschmittel, ist glaube ich bis 70 Grad beständig, also sollte auf jeden Fall funktionieren. Ja, wir haben dieses neue Gadget jetzt eigentlich immer dabei auf jeder Tour und können die Spülschüssel uneingeschränkt empfehlen. Und falls dich das auch interessiert, den Link packe ich unten in die Videobeschreibung und dann sehen wir uns im nächsten Video. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's in my Van. Ja, heute geht es mal nicht um irgendwelche Gadgets, sondern wie ihr euren Camper aufhübschen könnt, beziehungsweise das Kennzeichen. Ich bin da nämlich letztens selber erst im Internet drüber gestolpert. Ich wusste auch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt und fand das eigentlich irgendwie ganz cool. Die Kennzeichenhalter, die wir vorher dran hatten, die waren halt vom Wohnmobilhändler und ja, die fand ich jetzt eh nicht so besonders schick. Beziehungsweise war ein Teil da sogar auch schon so leicht angerissen und dann passte das eigentlich ganz gut. Wo man die ganze Geschichte bestellen kann und was der Spaß überhaupt kostet, schauen wir uns jetzt alles an. Viel Spaß! Ja, ich bin über die Seite kennzeichenhalter4u.de gestolpert und fand die erstmal so ganz cool aufgemacht, beziehungsweise auch sehr einfach aufgemacht. Man kann sich dann hier diese Leiste, die ja unter dem Kennzeichenhalter ist, die wird dann zusätzlich nochmal dran gesteckt. Das schauen wir uns gleich draußen nochmal an. Die kann man sich ganz leicht ja, designen, sag ich mal. Ne? Man kann da einen Schriftzug draufbringen, man kann die Schriftart auswählen, man kann sogar irgendwelche Fotodateien noch hochladen, also ein Logo oder irgendwie was, haben wir ja auch gemacht. Wir haben ja hier noch so eine kleine Rakete drauf, passend zum Rocket. Und ja, so kann man sich das komplett selber frei designen und das ist auch wirklich sehr einfach gemacht auf der Seite. Hier wähle ich dann ganz einfach den Text aus, wo der Text im Endeffekt platziert werden soll. Und ja, wie gesagt, ich kann mir hier noch ein Logo hochladen und dann packe ich das Ganze, wenn ich es fertig habe, einfach in den Warenkorb. Ja, ich habe jetzt in Summe 45 Euro bezahlt. Ist ja schon ganz ordentlich. Ne? Muss man natürlich selber für sich entscheiden, ob es einem das wert ist. Dabei waren dann halt zweimal diese, ja, ich sage jetzt einfach mal Komplettsets. Also einmal diese Blende und dieser eigentliche Halter, wo das Kennzeichen dann halt drin ist. Weil den musste man austauschen. Ich hatte das vorher ausprobiert, ob es mit dem alten Halter auch funktioniert. Klappte leider nicht. Ich konnte jetzt nicht einfach diese Blende da drauf stecken, ja, weil das einfach andere Maße und andere Abstände hier waren. Also hat nicht funktioniert. Deswegen musste ich den Halter auch tauschen. War vorne überhaupt kein Problem. Also den konnte ich einfach abschrauben. Hinten absolute Katastrophe. Alter, ist das eine Scheiße, ey. Ey, das war wirklich so... Naja. Das Problem war, dass die Verschraubung von dem Halter, also die waren ganz normale Schrauben, die waren aber in so Plastikgewindestecker, sag ich mal, verschraubt. Und diese Halter, diese Gewinde-Plastikstecker, die sind mir
Ja, beim Rausdrehen der Schraube sind die mir nach hinten gefallen. Und ich konnte jetzt nicht einfach die Tür aufmachen und die Teile da rausholen, weil die in der Verkleidung quasi dann drin waren. Ich musste erstmal diese ganze Verkleidung von der Hecktüre demontieren. Da musste ich die ganze Dämmung da rauspacken und dann nach diesen Teilchen da fischen. Und ja, hat nachher noch alles funktioniert. Klar, war kein Thema, aber musste Niki dann auch mithelfen, weil die dann diese Plastikteile halten musste. Ich dann die Schrauben wieder reindrehen. Ja, und somit war es dann nicht in einer Viertelstunde getan, sondern, ich sag mal so anderthalb Stunden. Aber mit Nikis Hilfe ging es dann wirklich noch ganz gut. Aber ich glaube, wenn man sich da nicht ganz so ungeschickt anstellt wie ich, dann kriegt man das auch schneller hin. Hat sich im Endeffekt gelohnt. Also wir sind beide total begeistert, vor allem durch so ein kleines Gimmick dann irgendwie, ne? Also mit dem Schriftzug hier, so ein bisschen individuell, ein bisschen personalisiert, sag ich mal. Finden wir eigentlich ganz cool. Hatten auch auf diversen Campingplätzen schon positiven Zuspruch erhalten und gefragt, wo wir diese Teile denn her haben. Ja, falls das auch was für euch ist, die Seite kann ich wie gesagt sehr empfehlen. Ich packe die mal unten in die Videobeschreibung. War jetzt kein gesponsertes Video. Wir haben die Sachen selber gekauft. Ich bin per Zufall da selber drauf gestoßen, war jetzt nicht irgendwie geinfluenced oder irgendwie was. Das nochmal kurz an der Stelle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Jetzt ein Mega-Intro. Nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's in My Vein. Ja, viele von euch werden jetzt wahrscheinlich denken, boah, schon wieder ein Omnia-Video. Ja, ist auch so. Aber es geht nicht nur speziell um den Omnia, sondern eigentlich eher um ein Gadget für den Omnia. Und zwar habe ich das kürzlich im Internet entdeckt. Ein Thermometer für den Omnia. Mega. Ja, wir benutzen den kleinen Camperofen jetzt so seit circa 2 Jahren, würde ich mal sagen. Und ja, sind da eigentlich so ganz zufrieden mit. Also man kann da Brötchen aufbacken, überbacken. Das sind eigentlich auch so die häufigsten Sachen, die wir damit machen, ne? Schon mal Baguettes irgendwie so überbacken mit Käse oder sowas. Jetzt so riesen aufwendige Sachen machen wir damit eigentlich nicht. Aber wie gesagt, so die Klassiker. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es von Anfang an super schwierig, da die richtige Temperatur zu finden, beziehungsweise diese halt auch einzustellen. Der Omnia an sich hat natürlich keine Temperatureinstellung, beziehungsweise kann ich da ja nichts verändern. Aber an der Gasflamme dann, da kann ich ja meine Regelung machen. Und ja, ich fand es echt immer super schwierig. Am Anfang immer halt viel zu hoch. Also wie man jetzt hier auch sieht, da waren wir gerade in Schweden unterwegs. Vollkatastrophe. Das waren so die ersten 2 G-Versuche mit dem Omnia, sag ich mal. Das hat auch irgendwie überhaupt nicht geklappt. Aber wie es manchmal so ist, ne, man hat irgendwie Riesenhunger, da muss schnell irgendwie was gebrutzelt werden und dann, zack, Brötchen verbrannt. Das ging dann nachher, wo wir dann einfach immer so, ja, ich sag mal, mittlere Stellung gemacht haben, mittlere Gasstellung. Das funktioniert dann eigentlich so ganz gut bei den meisten Sachen, aber irgendwie so wirklich ein Gefühl dafür, welche Temperaturen sind denn da jetzt wirklich drin, hatte man eigentlich nie. Und das fand ich immer ein bisschen schwierig. Und jetzt bin ich hier drüber gestolpert und fand das eigentlich echt eine mega Sache, dass man jetzt endlich mal die Innentemperatur vom Omnia checken kann. Und diese auch problemlos dann halt einstellen kann. So jedenfalls das Versprechen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe es auch noch nicht getestet. Schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Ja, so sieht das gute Stück aus. Ist also recht klein. Hat auf der Rückseite hier so eine Spitze. Und das Coole an dem Teil ist, hat eigentlich 2 Funktionen in einem. Zum einen kann ich mit dieser Spitze hier, die auch wirklich spitz ist, kann ich das Thermometer direkt in mein Gargut reinstecken und kann so halt direkt die Kerntemperatur von meinem Fleisch, Kuchen, was weiß ich auch immer, direkt checken und messen. Und das ist natürlich eine unglaubliche Hilfe. Aber wofür ich das eigentlich hauptsächlich gekauft habe, ist, ich kann mir das direkt an den Deckel montieren. Ich habe ja hier so eine kleine Schraube noch dran an diesem Stift hier. Und diese kann ich dann hier einfach fest mit dem Deckel verschrauben und kann dann so meine Innenraumtemperatur messen. Ja, das funktioniert auch ganz einfach. Ich drehe hier einfach die Schraube auf, ziehe dann hier diese Hülse raus und stecke mir das dann einfach hier auf den Deckel drauf. So, hier die Hülse wieder drauf gesteckt, Schraube festgedreht. Ja, ist ein bisschen fummelig, aber wahrscheinlich nur, wenn ich das jetzt hier so in die Kamera halte. Aber funktioniert einwandfrei. Mal hier so ein bisschen ausrichten. Zack, fertig. Fertig ist das Upgrade. Ja, und dieser Stift hier, der hier reinragt, ist dann das eigentliche Thermometer und misst dann die Temperatur.
eigentlich ganz easy und schnell montiert. So muss es sein. Ja, vielleicht noch so als kleiner Tipp. Die Temperatur, die wird ja hauptsächlich im oberen Teil gemessen. Heißt also mehr im oberen Teil des Deckels, vielleicht noch ein bisschen weiter runter. Aber je weiter runter ich gehe, desto höhere Temperaturen habe ich natürlich. Ne? Da muss ich natürlich ein bisschen berücksichtigen. Wenn mir das Thermometer jetzt, ich sag mal, 160 Grad anzeigt, habe ich hier unten wahrscheinlich über 200. Muss man vielleicht nur so ein bisschen auf dem Schirm haben und sich da so ein bisschen ja, einbacken, sage ich mal. Und dann mal gucken, wie man das so... ja, für sich verwendet quasi, ne? Diese Temperatureinstellung. Da muss man halt mal ein bisschen mitspielen, ein bisschen was ausprobieren. Aber ich denke, ist ja eigentlich ähnlich wie bei einem Umluftbackofen. Ne? Da wird die Temperatur ja auch irgendwo gemessen im Garraum. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anhaltspunkt. Ja, sieht auf jeden Fall erstmal ganz cool aus. Dann gucken wir uns jetzt mal genauer an. Bisschen schade finde ich, warum das Thermometer nicht direkt bei dem Set mit dabei ist. Ne? Also könnte man ja eigentlich machen. Ja, dann würde ich sagen, testen wir das Ganze mal. Stellen wir den Omnia mal auf die Flamme und dann gucken wir einfach mal. Ich wollte jetzt mal so halbe Gaszufuhr einstellen und dann mal schauen, was kriegen wir da so für eine Innenraumtemperatur. Ja, was ich am Anfang auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, hatte ich dann in der Anleitung gelesen. Man soll den ja nur mit diesem Unterteil hier verwenden. Also der kommt ja in einem Set, ich sag mal, mit drei Teilen. Das ist ja einmal dieses Unterteil, der eigentliche Garraum oder Behälter und der Deckel. Und nur mit diesen drei Teilen soll man den ja auch betreiben. Und wichtig ist dann halt noch, dass man dieses Unterteil wirklich genau mittig auf die Gasplatte setzt, dann den Rest drauf. Und so funktioniert es dann halt super, dass diese heiße Luft dann da durchströmt. Ja, was wir noch mit dazu gekauft haben, ist hier so eine Silikonform. Die ist eigentlich ganz praktisch, damit da nichts anbackt. Ich kann ja mal zeigen, wie der so nach 2 Jahren Benutzung aussieht. Also klar könnte man da jetzt ja, mit Stahlwolle ohne Ende schrubben, aber auch finde ich jetzt eigentlich auch gar nicht mal so schlimm. Diese Silikonform, die kann man da jetzt einfach reinstecken. Und dann backt er auch nicht so schnell was an. Ist eigentlich ganz praktisch. Hier hat man noch mal so einen Rost. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Da hat man noch mal so ein bisschen Abstand zum Boden. So, dann starten wir mal unseren Versuchsaufbau. Beziehungsweise mache ich jetzt einfach nur Gas an. Da kommt es auch schon. Jawohl. Dann mal schauen, wie schnell die Temperatur steigt. Wichtig zu wissen ist noch, wenn man den Deckel jetzt abhebt, der Schwerpunkt hat sich ein bisschen verändert. Ne? Also der kippt ein bisschen nach vorne durch das Thermometer. Das wiegt an sich nicht viel. Ne? Ich weiß, keine Ahnung, 30 Gramm oder was. Aber das merkt man schon, wenn man den Deckel anpackt. Ne? Also der kippt wirklich, wirklich nach vorne. Da muss man aufpassen. Zumal der Deckel ja sauheiß wird. Äußere ist die Gradanzeige, das Innere ist Fahrenheit. So, bisher, ich hatte die Flamme voll aufgedreht. Ich drehe die jetzt mal so auf mittlere Stellung. Und dann wollen wir einfach mal schauen, wie viel Innenraumtemperatur kriege ich denn da. Man sieht hier auch echt ganz gut, ne, wie schnell das Thermometer reagiert. Also ich nehme den Deckel jetzt hier ab und zack, geht das direkt runter. Ja, und so auf kleinster Flamme habe ich so, ja, das pendelt sich jetzt irgendwo so 125, 130 Grad, pendelt sich das jetzt hier so ein. Also ist ja wirklich gut zu wissen, kleine Flamme 130 Grad. Mittlere, so um die 180, das ist natürlich schon mal eine ganz, ganz coole Info. Ja, was jetzt neu ist, man kann sich den Omnia so ein bisschen zusammenstellen. Die haben jetzt nämlich so farbige Deckel rausgebracht, hatte ich auch noch gar nicht gesehen. Und ja, für den, der noch keinen Omnia hat, eigentlich eine ganz coole Sache. Hier auf der Homepage omniasweden.com klicke ich jetzt hier auf Bauen Sie Ihren eigenen Omnia und dann kann ich mir hier so einen ja, Deckel aussuchen. Ich glaube, 6 verschiedene gibt es, in 6 verschiedenen Farben. Kann mir die eigentliche Form hier aussuchen. Das ist nämlich auch noch super. Die gibt es jetzt direkt antihaft beschichtet. Heißt, ich brauche diese zusätzliche Silikonform nicht mehr. Und ja, kann mir den hier so konfigurieren und dann bestellen. Ist echt ganz cool. Und es gibt ja auch unterschiedliche Größen. Das wusste ich auch noch nicht. Es gibt hier noch so eine Maxi-Form. 3 Liter. Da passt natürlich ordentlich was rein. Also Endfazit, Omnia Gadget. Ja, Thermometer. Also ich finde es echt richtig cool. Ist von der Verarbeitung auch gut. Fühlt sich auch wirklich hochwertig an. Und ich denke, dass es auch ziemlich lange halten wird. So von der Funktion her super, also wirklich cool. Man hat jetzt endlich mal die Möglichkeit, die Temperatur einigermaßen im Omnia zu checken und sich anzeigen zu lassen. Also finde ich wirklich eine richtige Aufwertung von dem Ofen. Und ich denke, dass wir den jetzt tatsächlich noch häufiger nutzen werden. Ja, die Anzeige ist auch wirklich super genau. Ne? Also man merkt das ja auch, wie die so langsam dann hochgeht, ne? Wenn die Temperatur steigt. Also insgesamt macht das Teil echt einen guten Eindruck. Für 20 Euro gibt es das aktuell auf Amazon. Ich verlinke das unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.